So, Freunde, willkommen zu einem neuen Let's Flash, diesmal von Fragoom, falls es überhaupt so ausgesprochen wird. Ich weiß es nicht, wie dieses Spiel ausgesprochen werden will, aber egal. Wie immer, keine Ahnung, wie immer, einfach mal auf Play drücken und gucken, was so passiert. Wir können hochdrücken. Okay. Und wir können uns einem Labyrinth nähern, so wie es aussieht. Achso, diese weißen Dinger sind nur Hintergrund. Okay, ich habe gedacht, das wären jetzt irgendwelche Hindernisse oder so. Ich bin übrigens dieses pinke Quadrat hier, zu rechts von diesem roten Balken, jetzt oben von diesem roten Balken. Und wie es scheint, müssen wir uns der Mitte nähern. Das ist also ein Labyrinthspiel. Und diese vier Pixel schräg aneinander geordnet sind Moneten. Es scheint so eine Art The Impossible Game zu sein, nur nicht ganz so impossible. Und mit coolen Zoom-Effekten. Yeah. Epic Zoom ist epic. Okay, ich möchte gerne an das Geld heran. Kann ich nochmal raus? Ja. Frage ist, wie komme ich da ran? Und ob ich da überhaupt rankomme. Ne, wahrscheinlich von innen erst. Also, dass ich kann es euch ja mit der Maus zeigen, dass ich erst hier reingehe, irgendwie so. Und dann hier rum und dann da rein. Und dann irgendwo da wieder raus kann, dass ich dann hier raus, daraus, hier rum, dahin und dann hier raus und dann da rein. So habe ich mir das in etwa gedacht. So, wie man sieht, haben wir unten links auch eine Livebar und hier scheint angegeben zu werden, wie viel Moneten wir noch haben oder überhaupt haben. Wir müssen jetzt erstmal nach unten an diesem Dreierpack hier vorbei. Das wird lustig, weil solche Spiele kann ich im Runde gar nicht. Ja, komm einfach durch. Also wir verlieren kein ganzes Herz bei einem Treffer, sondern nur ein Viertelherz oder so. Wir werden sehen. So, wir nähern uns weiter der Mitte, wo uns natürlich weitere Gegner erwarten. Ja, jetzt wird schon ein bisschen optisch anspruchsvoller, würde ich mal sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel oder wie wichtig Geld hier ist. Deswegen werde ich jetzt mal versuchen, da unten ranzukommen. Komm, komm, komm. Nee, Moment, so geht das nicht. Gut. Was ist denn da rankommen? Wahrscheinlich einfach nur darunter. Aber dann bist du doch im Grunde gefangen. Dann kommst du doch nie wieder raus. Egal, ich probiere es jetzt einfach mal. Yay. So, jetzt komme ich doch nicht wieder hier raus. Ja, egal. Ich muss jetzt den Hit gefallen lassen. Und wir gehen einfach mal hier rein, weil hier kann man durchaus rankommen, ohne getroffen zu werden. Und wir gehen weiter nach unten. Achso, es zoomt gar nicht rein, weil wir noch nicht in der neuen Ebene sind. So, jetzt in der neuen Ebene. Okay, wie wir sehen, haben wir hier drei Ausgänge. Einen hier, einen da und einen hier. Aber hier kommen wir wieder nur von weiter innen ran und scheint hier noch extrem weit runter zu gehen. Also stellt euch darauf ein, dass dieses Let's Flash länger dauert. Wie lange weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich bin gespannt, was wir mit dem Money anstellen können. So, ich gehe jetzt mal hier rein. Ne, ich möchte erstmal. Moment. Ich möchte dieses Dreieck da unten haben. Also in der Ebene vor 20 Stunden oder so. Und deswegen werde ich mich jetzt durch diesen Ausgang hier begeben. Bewegen, nicht begeben. Und dann gehen wir nach links und wir gehen nach oben und wir gehen nach links und wir gehen Hallöchen. Achso, das war das noch gar nicht. Okay. Wo kommen wir denn dann noch? Ach, da oben. Moment, sind wir hier oben nicht reingekommen? Müssten wir doch theoretisch, oder? Verstehe ich nicht ganz. Egal. Wir gehen jetzt mal wieder hier rein. Und wir gehen nochmal hier rein. Hat so ein bisschen was von den alten Atari-Spielen, oder? Erinnert mich jetzt so spontan dran. Aua, was war das denn jetzt? Verdammt. So, eben runter. So, jetzt kommt eine unglaublich schwierige Ebene. Boah, ich habe so gerade eben geschafft. Okay. Ja, das wird lustig.
glaube, jetzt lohnt es sich schon gar nicht mehr, nach diesem Dreieck da unten zu suchen. Deswegen hätte ich das jetzt einfach mal ganz spontan vergessen. So, wir gehen hier rein. Ich könnte mit die, achso, ich könnte mir theoretisch rausgehen, davon hätten wir aber auch nichts weiter, außer dass wir von einer Seite reinkommen würden. Das ist natürlich, jetzt muss ich mal, Moment, jetzt, nein. Muss ich mal eben kurz verfolgen. Also wenn wir hier runtergehen würden, würden wir hier landen, da landen. Das heißt, wir würden bis hierhin durchkommen. Gehen wir jetzt hier rum, kommen wir dahin, dahin, hier rum. Ich weiß gar nicht, ob wir auf den, an diesem Block hier vorbeigehen können. Aber gehen wir erstmal davon aus, dann würden wir hier hinkommen, da rein und könnten hier rum, da rein, kommen an diesen Lasern vorbei, könnten uns hier das Money schnappen, könnten hier rein, könnten hier links. Könnten wieder hier raus, könnten hier runter und dann wären wir wieder ganz woanders. Das heißt, wir machen gehen jetzt hier lang. Okay, wir gehen erstmal in die Ebene rein, dann können wir uns das besser angucken. So, 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 so. Alter Verwalter. Das war echt knapp. Okay, jetzt kommen die Schüsse sogar aus einer Ebene in unsere Ebene rein. Das heißt, du musst auch noch im richtigen Moment hier rein. Oh Gott. Hier reingehen. Und da unten steht You Win. Okay, da ist noch ein Leben. Aber wie soll ich da jetzt da ran? Ist doch rundum geschlossen. Und ich sehe jetzt auch irgendwie nicht, dass man das Teil da hinten besiegen könnte. Okay, jetzt muss ich schnell fliehen, fliehen. Schnapp mir erstmal hier das ganze Money. Einfach so. Ich verstehe nicht ganz, wie man den Typen da besiegen soll. Ach, da hat er. Moment, ich habe eine Theorie. Ich habe eine Theorie, Freunde. Und zwar, wenn ich mich jetzt so auf ihn zu inhalten. Okay, ich dachte, weil da so ab. Oh Gott. Abgrund Kanten sind so. Jetzt muss ich aber trotzdem gucken, soll ich ihn denn besiegen? Das ist doch im Grunde. Ich gehe nochmal raus. Wahrscheinlich brauchen wir. Ach, dieses Dreieck wird wahrscheinlich eine Waffe gewesen sein, mit dem wir ihn besiegen können. Ah, jetzt macht das Ganze wieder Sinn. Okay, dann dauert das Ganze noch ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Ja, jetzt muss ich erstmal ganz viele Ebenen zurück, damit ich weiß, wo dieses Dreieck nochmal war. Okay, dafür gehen wir hier raus. Gott, wie. Und dann hier lang. Oh Gott, Orientierung, das Let's Play. Es geht da durch, Mann. Danke. Ich habe nur noch ein paar Herzchen. Ich darf das Spiel gleich nochmal von vorne spielen. Okay. Da komme ich doch gar nicht vorbei. Wo stehe ich nicht? Ja, hier kommen wir auch gut rein. Da muss ich jetzt mit episch viel Timing durch. Dankeschön. Gut, gut geklappt, gut geklappt. So, wir warten hier, wir warten da, wir gehen durch. Oh Gott. Nein! Oh, dumm. Wir gehen ganz weit zurück, weil wir es können. Wir können es, weil wir es können. Oh Gott! Oh. Echt fies, wenn man aus einer Ebene rausgeht und dann. Moment, da war ich doch schon, oder? Da unten war ich schon. Ah, ich bin verwirrt! Das Spiel macht meinen Kopf kaputt. Ich gehe jetzt erstmal auf die andere Seite und guck da, was es da so gibt. Wir gehen mal hier lang. Wir gehen mal nach rechts. Wir gehen hoch. Nochmal nach rechts und dann sind wir hier. Schön. Und dann gehen wir nochmal nach rechts und dann haben wir hier nur Money. Da unten haben wir ganz viel Money. Aber wahrscheinlich müssen wir noch eine Ebene weiter zurück, aber hier ist doch nur ein Ausgang und das ist der da oben. Wie komme ich denn da jetzt wieder hin? Stehe hier rein, hier rum. Hier lang und dann da lang und dann komme ich da oben raus. Ja. Und wie würde ich theoretisch an das Money hier rankommen?
Dann müsste ich hier lang. Das wird so, oh Gott, das geht ja ganz tief rein, bis ich mal hier rankomme. Ich denke mal auch nicht, dass es unbedingt notwendig ist, jetzt diese Leiste hier unten voll zu bekommen oder so. Aber das werden wir alles noch sehen. Ja. Komm, dreh dich um. Dankeschön. Ach komm, spektakulär drumherum. So, jetzt gehen wir erstmal wieder hier hoch. Hoch. Haben wir wieder das ganz viele Money. Dupsdi-dups. Wir gehen zu Rick und zu Rick und zu Rick, weil wir irgendwas übersehen haben. Da, das meinte ich die ganze Zeit mit dem Dreieck. Es ist oder kein Dreieck. Frage ist wirklich, wie komme ich da oben raus oder hier rein? Das ist jetzt echt die Frage. So, jetzt muss ich nochmal an den. Oh, komm, scheiß drauf. So. Ach so. Komme natürlich einfach hier rum, aber die Frage ist, wie komme ich hier raus, nicht da raus? Ich bin manchmal auch echt Sprachtalent wie kein anderer. So, jetzt haben wir hier ein Dreieck. Metal Gate Defense. Wir haben eine Waffe! Yay! So, jetzt muss ich mal das Ganze hier umstellen, weil ich im Grunde mit Stellung aus Maus, Mikrofon und Tastatur schlecht an die. So, schlecht an die Space-Taste komme. So, wir haben eine Waffe. Ich glaube, das wird uns das ganze Spiel hier ein wenig erleichtern. Sei denn, wir haben. Ach, das da unten. Hier. Das ist Munition. Das ist gar kein. Nee. Okay. Schön, dass ich das auch mal gerafft habe. Nee, doch nicht. Ist auch keine Munition. Also, ist doch mal nie. Okay. Wir haben ein Achievement bekommen, nämlich Mord. Das ist ein sehr schönes Achievement, muss man dazu sagen. Ein sehr positives vor allem. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt gehe ich jetzt mal da runter. Geh da runter, geh da runter, geh da runter. Dankeschön. So, können wir die violetten Blöcke damit auch schießen? Ja, könnten wir, okay. Dupsti-dups. Ich habe keine Ahnung mehr, wo es lang geht. Also gehe ich einfach random irgendwo lang. Schuss. Achso, das regnet, oder? Nee, doch, ich will da unten rein. Schuss. Schuss. Na komm schon, Schuss. Danke. Schuss. Schuss. Schuss, 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 Schuss. Okay, es kann nur ein Schuss auf einmal auf dem Bild sein. Also zumindest von mir, von den Gegnern ist es natürlich mal wieder anders. So. Oh Gott. Wir gehen runter, wir gehen nach rechts. Nach links, nicht nach rechts. So hoch. Das ist jetzt so unglaublich spannend, wie ich den Weg zum zweiten Mal gehe. Frage ist jetzt, kann ich das Ding da hinten abschießen? Nein, weil ich zu doof bin. Aua. Gott, ich habe nur noch einen Hit. Dann darf ich das Spiel, glaube ich, von vorne anfangen. Gott, Schuss, geh weg. Danke. Und schnell hier durch. Schnell hier. So, ho, ho, ich tot. Nee, doch. Verdammt. Würde jetzt wahrscheinlich Game Over sein. Ich darf das ganze Spiel nochmal von vorne machen. Ja. Toll. Mann! Ja, komm, ich hab verloren. So, zweiter Versuch. Diesmal klappt's. Hallo? Ja, danke. So. Wir bewegen uns auf ein Labyrinth zu. Yay. So, jetzt brauchen wir die Waffe erstmal nochmal, weil ich gerade zu doof war, die direkt vom Anfang an einzusammeln. Aber Punkte sind eigentlich auch kein schlechtes Ding. Wir gehen hoch. Yay. So. Unten, nach unten, nach unten. Wir gehen weiter nach rechts. Wir gehen nach oben. Wir gehen nach rechts. Es ist so unglaublich spannend. Man glaubt es kaum. Lupsdi-dupsdi-dupsdi-dupsdi-dups. Wir haben eine Waffe. Eine Waffe. Wir können Space drücken, damit mal endlich diese Scheißmeldung weggeht. Danke.
Frage ist, will ich jetzt. Nee, da will ich nicht rein, weil es da nur Punkte gibt. Da möchte ich das Spiel gerne durchhaben. Und wehe, man braucht eine gewisse Anzahl von Punkten, um durch das Spiel zu kommen. Ich raste aus. Na komm, Schuss, Schuss und Schuss und Dankeschön. La, 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 ich bin ein gefährliches Pixel mit einer Knarre in meiner nicht vorhandenen Hand. Oh yeah. Gehen ein paar Ebenen tiefer und man merkt, dass ich keinen Bock mehr habe, weil ich einfach nur so durchrushe. Und Schuss. Und Schuss und Schuss und Schuss und Schuss und bitte geh doch mal weg. Dankeschön. La 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 la. Na, ich sehe schon das Ende schön. Dann ist dieses Spiel jetzt auch gleich mal fertig. Juhu, juhu. Ein kleiner Speedrun für zwischendurch. Ich kann das Ding doch abschließen. Juhu, aber das bringt mir jetzt nichts, weil ich eh schon durch bin. La, 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 la. Kann ich eigentlich auch da reinschießen und das Ding. Oh, ich kann. Sehr gut. Schuss. 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 Warum geht das Ding nicht weg? Stürmige. Hallo. Geh weg. Wie viel KP hast du so einen Schnitt? Und halt schließe ich auch noch durch den Mini-Balken vorbei. Ah, komm schon. Geh weg. Danke. Mann. So, jetzt lasse ich die zwei Schüsse auch noch vorbeigehen und dann kann ich endlich durchgehen. Mann, oh Mann. So, wir gehen hier durch und da steht schon Jovin, aber das haben wir noch gar nicht, weil wir erstmal dieses Ding da töten müssen. So, Schuss, Schuss, Schuss. Der hat wahrscheinlich 20 Trilliarden KP. Und was? Ich kann ihn nicht treffen. Ah doch, er hat links und rechts zwei Schwachstellen. Hey, ja. Und er geht random einfach. Ah nein, die Augen zeigen dahin, wo er als nächstes hin will. Okay. Das heißt, als nächstes will er nach unten. Okay. Schuss, Schuss. So, jetzt müsste ich theoretisch schon nach unten gehen, ja. Ist die Frage, wo will er als nächstes hin? Will er nämlich. Ja, will er nach unten? Kann ich nämlich schon zweimal schießen. Ja. So, super. So, jetzt warte ich einfach mal hier. Ja, jetzt kann ich nochmal schießen und ihn damit treffen. So, er geht wieder nach oben. Da warte ich lieber mal ab, wo er hin will. Wieder nach unten, okay. Schuss, 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 Schuss. So, jetzt kommt er direkt auf mich zu. Und er will nach oben, weil er keinen Bock mehr auf mich hat. Und deswegen schieße ich ihn einfach ab. So, jetzt geht er zum Glück nach unten, sonst hätte ich jetzt ein gewisses Problem gehabt. Okay, jetzt kann ich nochmal hier hinschießen. Komm, Schuss, Schuss, Schuss. Also irgendwann muss er doch mal. So, will er jetzt hin? Will er nach oben? Komm schon. Ach, schade. Aber jetzt willst du doch nach oben. Komm, ich bin hier. Mann! Und jetzt willst du verdammt nochmal nach oben. Danke, Mann. So, Treffer, Treffer, Treffer. So, jetzt sammeln wir nebenbei einfach mal das Ding hier ein. Dann geht's nach rechts. Will er nach links, was total Sinn für mich macht, aber egal. So, nach oben, Dankeschön. Mann, dieser Bosskampf ist nicht anspruchsvoll, wenn man ihn einmal gerallt hat. So, jetzt willst du hoffentlich nach unten, wollte ich sagen, aber natürlich willst du nach links. Aber jetzt willst du nach unten. Komm, komm zu Misch. Ich will dich doch nur abknallen. So, so. Und jetzt willst du bitte wieder nach unten oder auch nicht. Komm zu Misch nach unten. Jetzt. Komm, komm, put, put. Ach komm. Ich bin doch hier unten, Mann. Hallo, ich bin hier unten. Ah, der hat mich entdeckt. So, es war natürlich nur ein Schuss. So, wir haben ein Achievement bekommen. Das heißt einfach nur Win. Und hier steht im Screen: You win! Woo! Ich habe einen Score von 2583, obwohl da unten 1290 steht. Und, boah. Ach so, was? Ach, der Final Score, das ist mein Score durch Dinge, die ich erledigt habe. Und da gibt es noch einen Bonus und das ist mein Final Score. Gut zu wissen. Ich könnte mir jetzt noch ein Replay anschauen, aber das mache ich an der Stelle einfach nicht. Ich würde einfach sagen, das war Frankum für heute. Ich will wissen, ob da was in der Mitte ist oder ob wir gerade einfach nur abgeblockt werden. Moment, da ist doch bestimmt was. Da ist was. Unter Garantie, Freunde. Werde jetzt hier noch das übelste Secret aufdecken.
Komm schon. Da muss irgendwas sein. Mann! Nein, kein Secret! Doch, doch, da kommt was. Da kommt was. Da kommt was. Da! Es kommt direkt auf mich zu! Was? Ist das so ein Hard-Mode oder? Oder ist das das Spiel jetzt einfach nochmal von vorne? Das sieht irgendwie anders aus. Es ist noch nicht vorbei mit diesem Let's Play, Freunde. Es geht noch weiter. Das ist, glaube ich, jetzt einfach nur der Hard-Mode. Ich werde das Ganze jetzt einfach mal aufnehmen und spielen. Und wenn da irgendwas großartig dran anders ist, dann werde ich euch das zeigen. Ich werde das jetzt einfach mal noch ein bisschen spielen. Und wir sehen uns gleich wieder. Ja, Freunde. Das war ja dann wohl nichts. Das ist wirklich einfach nur nochmal der Hard Mode, der gar nicht so viel schwieriger ist. Ja. Das war's mit Franktum für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. On the Rhine!